24. Eine geruhsame Nacht und ein überaus üppiges Frühstück haben wir hier in Viterbo in vollen Zügen genießen können. Die Stadt liegt ungefähr 80 Kilometer nördlich von Rom, im wunderschönen Landschaftsgebiet der Tuscia, das in der Antike das Zentrum der Etrusker-Ansiedlung bildete. Die eigentliche Bedeutung Viterbos geht aber auf das 13. Jahrhundert zurück, als die Stadt zum Zufluchtsort und zum vorläufigen Sitz der Päpste wurde. So nennt man sie auch heute noch Stadt der Päpste. Wir ziehen jetzt weiter, Rom entgegen. Erreichen werden wir es heute noch nicht, aber wir spüren es. Die ewige Stadt wirft ihre Schatten seit ein paar Tagen immer stärker voraus. Die heutige Etappe wird uns unter anderem über Sutri führen, ein Ort vollgepackt mit kulturellen Denkmälern aus der Zeit der Etrusker und Römer, darunter ein Amphitheater, das in seiner Bauart wohl einzigartig auf der Welt ist. Aber jetzt erst genug geredet. Es geht los und es wird spannend. Schönen guten Morgen. Wir sind ausgeschlafen, haben ausgiebig gefrühstückt, sind hier noch in Viterbo und es geht weiter Richtung Rom. Rom erreichen wir heute noch nicht, sondern morgen. Wir haben heute, ich weiß nicht, 60 Kilometer Strecke. Wetter ist wieder gut. Gestern war es so, als ob es schlechter werden würde. Aus Viterbo müssen wir jetzt erstmal rauskommen, das ist schon eine größere Stadt. Schauen wir mal und dann geht's weiter. Bis gleich. Okay, wir ziehen weiter. Viel Verkehr am frühen Morgen. Sind noch mal Fahrradreparaturwerkstatt abgestiegen. Bei Brigitte ist der Hinterreifen völlig runtergefahren. Kein Profil mehr drauf. Und ihre Hinterbremse muss entlüftet werden. Also keine große Sache. Der Hinterreifen war so weit runter, da war nichts mehr zu sehen seitlich. Hätte ich mir nicht aufgefallen. Seit wann ist das? Weiß ich nicht. Muss jetzt. Das war vorher, war das nicht. Ja, aber nicht, dann ist klar. Im Laufe der Tour jetzt. Ja, aber auch die Tage ist mir das nicht aufgefallen. Ist egal, wird jetzt ausgewechselt, ist keine große Sache. Und weiter geht's dann. Wie heißt der Ort, wo wir hin müssen? Campagno di Roma. Campagno di Roma. Und morgen haben wir dann 40, 45 Kilometer bis Rom. 40 nur noch. 40, ja. Ist eine gute Zahl, der letzte Tag, nicht zu weit. Ja. Können wir in Ruhe in die Stadt reinfahren. Das stimmt. Ist ja groß, ist ja auch groß genug. Ja. Okay. So, aus der Stadt sind wir jetzt schon mal gut raus. Stinkender Berg hoch hier. Viel Verkehr. Hier ist jetzt gerade etwas ruhiger, Gott sei Dank. Wir sind aber ein bisschen vom Weg abgekommen hier. Müssten aber gleich wieder drauf sein. Ja, aus der Stadt raus, irgendwo und nirgendwo hier so. Irgendwo. Auf den Weg nach Rom auf jeden Fall. Das reicht ja.
Es geht wieder hoch. Und immer kommt ein Auto, wenn man filmen will. Immer, immer, immer. Geht auf jeden Fall recht rein. Ja. Weg von der Straße, das ist schon mal gut. Und ich kann ein paar Gänge höher schalten. Aber wie lange? Sogar eine glatte Teerdecke haben wir hier. Kein Gerumpel. Oh, sieht gut aus. Die nächsten 500 Meter. Es sei denn, wir müssen vorher abbiegen. Ja, der Ritter hält an. Was ist? Ja, das macht total die Geräusche. Ich weiß nicht, ob der Typ... Ja. Is it Adesso c'è la discesa qui. Thank you.
Brigitte, come si chiama? Ja. Brigitte! Ja. Brigitte? Ja, ja. Ecco, giallo, giallo, ecco. Da unten ist Brigitte. Eine Wahnsinns-Aussicht hier. Beautiful. Ich fahre jetzt zurück. Questa è la cattedrale. La cattedrale. Wir sind überall Höhlen. Vielleicht waren das die Zellen für die wilden Tiere oder die Gefangenen, die hier verurteilt wurden. Strafgefangene. Machen die hier in der Toskana Urlaub, die aus Australien kommen? Das weiß ich nicht. So, es geht jetzt weiter, da oben an der Straße, Richtung Süden, auf den Weg nach Rom, was wir heute noch nicht erreichen werden. So, hier wird es wieder ein bisschen flacher. Es soll heute noch Regen geben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Man weiß auch nicht, wie schnell sich das Wetter hier verändert. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass das stimmt. Das stimmt. Ja, kann wohl sein. Heute Abend und über Nacht ist es extrem und morgen früh auch. Überall haben wir hier Haselnussplantagen. Ich glaube, die waren im letzten Jahr sehr mit Leidenschaft gezogen worden. Ah, es riecht auch hier. Es geht wieder durch die Walachei hier. Ich werde nicht schlechter. Bis jetzt geht's. Immer noch Haselnüsse. Brigitte sagte eben, letztes Jahr waren viele erfroren hier in Italien. Deswegen waren sie auch so teuer bei uns. Ja, der Weg ist noch ganz ordentlich. Feiner Schotter. Meist sind sie ja sehr rumpelig und die Räder werden schon sehr in Mitleidenschaft gezogen hier in Italien. Also nicht so wie bei uns. Aber darauf komme ich noch zurück. Alles voller Haselnüsse immer noch.
die ist begeistert. Ja, ist auch interessant. Ich wusste überhaupt nicht, dass es so große Haselnussplantagen gibt. Nee. Aber irgendwo müssen ja die Nüsse für die ganzen Schokoaufstriche herkommen. Ja. Aber die gibt es in anderen Ländern sicherlich auch, ne? Ja, aber ich wusste seit letztem Jahr, dass es in Italien, viele Haselnüsse angebaut werden, weil letztes Jahr die Ernte erfroren war. Ja. Und die Haselnüsse letztes Jahr sehr teuer waren. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Aber ich. Ja. Nach so viel Haselnuss klabastern wir jetzt wieder hoch. So wie es sein muss. Jawohl, hier kam noch mal so richtig Freude auf. Lockerer Stein- und Schotterbelag prägten den Weg. Unsere armen Räder. Man kann nur hoffen, dass sie durchhalten. Ich frag mich, wie haben die armen Zugtiere das früher bloß ausgehalten? Oder auch die schweren Karren? Achsenbrüche müssen doch an der Tagesordnung gewesen sein. Und die Ladung, alles lag da nieder, kaputt und zerscheppert. Man darf nicht rein. Ah ja. Fahren wir ein bisschen weiter. Ja. So, hier geht's wieder hoch. Jede Menge Holz. Vor der Tür. So, hier machen wir Rast. Kaffee trinken und Cappuccino. Wasser trinken. Ja. Dann geht's weiter. Wie hieß dieser Ort? Weiß nicht, ne? Weiß nicht, ne? Ne, war es egal. Doch, Monte Rosi oder so. Guck mal, das steht drauf. Da steht drauf: Chiesa Santa Croce in Monte. Monte Rosi? Monte Rosio, sehr ähnlich heißt dieses Dorf. Ja. Ja. So, wir mussten gerade über einen Single Trail, also einen kleinen schmalen Pfad direkt neben der Autobahn entlang fahren. 750 Meter. Hier ist aber wieder besser. Scheint hier neu gemacht zu sein, neu geteert. Gut. Brigitte macht wieder ein Foto. Ich muss ja auch meine Community befriedigen. Ja. Da sind wieder Haselnüsse. Ja, tatsächlich. Ja. Ich muss noch eben einen Schluck trinken.
Lavendel. Ein Weg, über den man so normalerweise nicht fahren sollte. So sehen hier Fahrradwege aus. Italienische Fernradwege. So, nach mehreren Kilometern Single Trail weiß man wieder um ein bisschen etwas besseren Fahrweg hier. Wenn der so bleibt, dann ist es gut. Ein steiler Anstieg. Wie er im Buch steht. Aber wir brauchen das. Ja, heute geht nochmal die Post ab. Loser, grober Schotter macht unsere Mullis insbesondere bei starkem Gefälle ganz schön zu schaffen. Manchmal so sehr, dass sie störrisch wurden und sich selbstständig machen wollten. Brrrr, wir mussten ganz schön in die Zügel greifen oder gar absteigen und Perpedis uns weiter bewegen. Naja, immerhin konnten wir dabei die schöne Umgebung genießen. Eine gute Ablenkung. Ja, und immer wieder und immer wieder. Einer länger als der andere. Und das hier ein normaler Fernradweg. So, ich bin oben auf dem Huckel. Hier geht es gleich wieder ein bisschen runter, bis dann vielleicht der neue kommt. Aber ganz weit haben wir es heute nicht mehr. War wieder ein ganz, ganz schwerer Tag. Aber mit einigen tollen Sehenswürdigkeiten. Das muss man schon sagen. Und deswegen hat er sich allemal gelohnt. Allemal. Hier geht es mal wieder steil abwärts. Wahrscheinlich, damit wir das gleich alles wieder hochstrampeln müssen. Richtig. Müssen wir hier durchs Loch, dann da wieder hoch. Genau. So, alle mal runter vom Rad. Ja, muss auch ein Stück. Wir müssen auch ein Stück schieben müssen. Nee. Wolltest du es versuchen? Bravo!
Wie soll ich denn da hochkommen? Und das soll ich schaffen? Nee, ich werde schieben. Das schaffe ich nicht. Da haben wir den Ort. Da ganz oben. Dass wir zum Schluss da noch ganz hoch müssen, das war ja so sicher wie das Amen in der Kirche. So ist es jeden Tag fast. Jeden Tag. Immer noch nicht oben. Aber hier geht's nochmal hoch. Ja. Zyklopische Wände. Hier haben wir uns hoch gearbeitet und hier geht es nochmal hoch. Aber ich glaube, dann dürften wir das Schlimmste hinter uns haben. Was soll man da noch zu sagen? Es bleibt einem nichts erspart hier. Campagnano di Roma. Hier in dieser Stadt haben wir unsere Bleibe gefunden. Die Räder können wir hier reinholen. Wir müssen zwar hier die Treppe hochgeschleppt werden, aber das war nicht so schlimm. Jedenfalls können wir hier erstmal gut übernachten.
Schlafzimmer ist nicht übel. Hier unten alles ein bisschen eng, aber ist egal. Supermarkt war ja auch gleich nebenan. Kommt uns eindecken. Ich melde mich heute nochmal. Das ist der letzte Rettertag. Wir stehen 42 Kilometer vor Rom. Wird ein interessanter Tag. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich mache so eine lange Tour. Ich gehe auch heute recht früh schlafen. Ich werde nicht schon im Bett, damit wir morgen möglichst gut ausgeruht sind. Okay. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen beim Finale. Bis dann. Angekommen in Campagnano di Roma verbringen wir hier unsere letzte Nacht, bevor wir die ewige Stadt erreichen. Dieses Städtchen hier ist fast schon ein Vorort von Rom, könnte man sagen. Circa 30 Kilometer haben wir morgen noch vor uns, also ein Katzensprung. Aber auch hier, schön gelegen ist dieser Ort, im vulkanischen Hügelland mit seinen tief eingeschnittenen Tälern östlich der Sabatiner Berge und des Brachianer Sees. Das historische Zentrum liegt auf einem Felsen, der von Wasserläufen umgeben ist. Nach der Eroberung von Veii durch die Römer im Jahre 396 vor Christus kam dessen Umland in römischen Besitz. Man kann sagen, auch heute ist Campagnano di Roma eine sehenswerte, hübsche Stadt und bewahrt bis heute eine Atmosphäre des Mittelalters. Übrigens ist Campagnano auch für den Anbau von Artischocken und Wein bekannt. Ja, sehr gespannt sind wir jetzt natürlich auf morgen, auch ein wenig aufgeregt. Wie wird das sein, wenn wir über den grandiosen Tiberradweg die ewige Stadt erreichen? Wir werden sehen.